So. Anmachen. Geht nicht. Hm? Warum nicht? Hm? Oh, das dauert immer ein bisschen, bis die hier. So, jetzt ist die an. Jetzt muss ich die Drohne einschalten. Warum habe ich denn kein Bild? Ach. Jetzt kommt es. So. Weißt du nicht, ob die Kamera richtig ausgerichtet ist hier. Ich muss mal eben hier noch. Der will hier irgendwas einstellen. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein, wenn ich hier was machen will. Hey, wie komme ich denn jetzt wieder da raus? Da oben? Ich habe ein Problem. Da komme ich raus. Mhm. So. Jetzt zeigt er übrigens in die Richtung an, dass hier Hindernisse sind. Ich muss auf Beginner umstellen. Mhm. Wie ging das nochmal? Ich finde das Menü nicht. Wieso nicht? Hm? Hm? Ich finde das Menü nicht. Habe ich ein Problem. Hast doch du einen da. Kopf mit drauf? Hm? Hast du einen Kopf mit drauf? So, jetzt ist also der Anfängermodus. Das Bild ist schön hell, aber gut, scheint da keine Sonne im Moment. Okay, jetzt habe ich keine Haltung für das Teil. Mhm. Mal gucken, wie man die Motoren startet. Take off, sagt er. Warum piepst der denn? Das sagt keiner so genau. Nee. Jetzt mache ich mal was ganz Simples. Geht das gar nicht? Automatisch starten gab es doch hier ein Menü für. Da konnte man drauf tippen, dann ist die automatisch gestartet. Na gut, dann mache ich es eben mal von Hand. So, jetzt bin ich auf ungefähr 8 Meter. Ja. Man sollte bis 7 Meter wegen der Rückholfunktion, dass die funktioniert. Ja. Ja. Kann man eine automatische Landung machen? Mal testen. Na, natürlich nicht auf den Punkt, ist ja klar. Na, sollte eigentlich. Jetzt habe ich vergessen, auf die Uhr zu gucken. Ich wollte doch gucken, wie lange das Teil läuft mit dem Akku. Was zeigt der an? 93%. Hm? Ach nee, ich muss noch mal runter. Wegen der automatischen Rückholfunktion. Fällt mir gerade ein. Geht noch nicht mal. Warum nicht? Ich habe auch keine Kamera eingeschaltet, sehe ich gerade. Nee. Geht nicht. Da habe ich das selber gemacht jetzt. Muss ich noch mal.
Möchte ich auch mal testen, Leute, die automatische Rückholfunktion. Mhm. Also, das Ganze nochmal. Und dann auf über 7 Meter. 9 Meter. Ne? Jetzt kommt irgendwo die Grenze wegen Anfängermodus. Irgendwo ist dann Schluss. Dann meckert der. Achso, ich habe ja auch ein Problem. Ich wollte doch die Kamera einschalten. Hm? Ja. Kamera einschalten kann ich noch. Steht aber sehr stabil, ne? Oder meine ich das nur? Wo sind wir denn jetzt hier? Ich sehe uns gar nicht. Gucken. Da, nee, die ist schon richtig. Ich peile gerade an, kannst du sehen. Nur ziemlich stabil das Ganze. Hm? Ich glaube, mein Stirnband rutscht. 27 Meter. Jetzt kommt die Meldung, dass die maximale Flughöhe erreicht ist, weil ich auf Anfängermodus bin. Ne? Der Vordergrund ist sehr dunkel, weil der Himmel so hell ist. Mal gespannt, wie die Bilder dann sind, wenn man die übertragen hat. Hm? Hm? Was ist denn da? Ja. Also in dem Modus kann ich nicht höher fliegen, da muss ich später mal andere Betriebsart wählen. So, und jetzt sind wir da ein bisschen runter. Und dann ein bisschen da hinten runterfliegen. Und dann die automatische Rückholung mal aktivieren. Damit das wieder drehen. In die andere Richtung. Man kann nie abschätzen, wie weit die Bäume da sind, ne? Die hinteren sind noch sehr weit weg. Ah. Ob ich sicher bin, dass ich den Anfängermodus aktivieren will? Ne, eigentlich nicht. Im Moment noch nicht. Wo ist denn die Entfernung jetzt? Ne? Kann ich gar nicht sehen, dass die Entfernung so rot. Guck mal. Oh je, kann ich nicht sehen. Das ist aber blöd gemacht. Ja. Da sehe ich ja gar nichts. Das ist doch, oder ist das keine Entfernung? 29 Meter. Guck mal, das haben die auch blöd gemacht. Guck mal da, die Entfernungsangabe. 29 Meter. Das sehe ich mit meinen Schälen. Nach meinen Schälen Augen gar nicht. Das ist blöd. Doch, jetzt sehe ich es, je nachdem, wie ich es ans Licht halte. Sehe ich deine Haare, scheiße. Hm? Ah, ist blöd mit dem Stirnband, da taugt nichts. Nee. So, jetzt mache ich mal auf Rückholfunktion. Ja. Go home. Dreht sich,
steigt hoch aus Sicherheitsgründen nochmal auf 30 Meter, glaube ich. Ja. Maximum flight altitude reached. Hä? Nee, nee. Ja, ist aber ein bisschen zu. Ne? Täuscht das jetzt? Oder ist die vom Kurs abgekommen? Landing. Oder? Nee, korrigiert noch. Korrigiert noch. Aber nicht sehr präzise, glaube ich. Da gibt es so eine Präzisionslandung. Kann man auch irgendwie aktivieren. Ja. Guck dir das ein. Da ein bisschen, ja. Ist eigentlich ganz gut, ne? Was haben wir denn noch? 74% Akkuladung. Aber das geht gut, ne? Mit dem. Ja. Ich will doch jetzt nichts übertreiben und die Funktion ausschalten. Ich will so ein bisschen, ne? So, dann nochmal. Kraut und Rüben versuchen. Ja, nur. Dann gab es doch hier einen Menüpunkt zum automatischen Starten. Der ist aber nicht mehr da. Den gab es im Simulator. Dann kannst du sehen, dass hier Hindernisse sind. Das Teil erkennt. Ja, einziger Nachteil bei dem Gerät ist, dass da oben kein Sensor ist. Wenn es unter den Bäumen ist, erkennt er nichts. Das ist das neue Modell, hat das nämlich. Das ist alles noch langsam. Normalerweise. Als wenn einem im Kopf fliegt jetzt, ja. Das sehe ich nämlich gar nichts. Das Ding stört mich hier, die blöde Kamera. Hör, die ist doch runtergeklappt. Oh, total. Mit dem Ghost, den kannst du vergessen. Das ist viel zu wobbelig. Ist ja Mist, sowas. Jetzt ist hier was in normal. Das andere war rot, glaube ich, weil das Limit erreicht war. Jetzt ist er hinter uns. Hinter uns. Und wieder zurück. Ich sehe nichts. Wo ist sie denn? Ja, da. Über uns, genau. In welche Richtung fliegt die jetzt? In diese Richtung. Ich sehe da nichts. Da runter. Ja. Jetzt geradeaus. Jetzt kannst du wieder sehen. Ah ja. Die fliegt auch sehr langsam. Im Sportmodus bis zu 72 Stundenkilometer, ne? Fliegt das Teil. Das ist ganz toll, mit dem Ding. Am besten tackern wir das an der Stirn fest. Mit zwei Komponentenkleber. Dann geht das. Hm? Die. Wenn zu viel vom Himmel drauf ist, dann wird die Umgebung zu dunkel, habe ich gerade hier gesehen. Noch ein Weg. Dazwischen sieht man sogar nicht mehr. Was ist denn der Knopf da? Ja, ich glaube, die Aufnahme läuft da gar nicht mehr. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Ja, da oben ist ziemlich Wind, ne? Nee, Position ist verkehrt. Ich sehe die Ausrichtung nämlich nicht. Ich weiß nicht, wo, in welche Richtung. Ich muss das mal anders machen. Ach so, da sehe ich das. Genau verkehrt rum. Ich muss in die andere Richtung. So ungefähr. Ja. Hm.
Maximum Flight Altitude reached. Ja, weiß ich doch. Ja, fliegt doch noch nicht richtig. Maximum Flight Distance reached. Ah, weiter kann ich nicht. Das sind 30 Meter dann. Genau, die Flughöhe erreicht. Mhm. Ja. Da muss man irgendwann diesen Modus ausschalten. Ne? Hm? Ich finde das schon besser zum Üben, ne? Ja. Diese Einschränkung. Ja. Ja. Jetzt gucke ich mal auf die Uhr, das war nämlich eben viel weniger als eine halbe Stunde. Geht nicht. Hm? Achso, ne, gleich fällt. Da zurück, glaube ich. Und dann Kamera wieder an. Und dann. Macht nichts. Akku leer? Nee. Akku leer. Warum nicht? Da muss man vielleicht wieder alles erst ausschalten, wenn der Akku gewechselt hat. Wahrscheinlich, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, weil der reagiert nicht mehr. Hier liegt noch ein. Nee, was ist denn das Problem? Jetzt wird's frisch. Updated. Schon in der Betriebsart. Siehst du das? Ob das gar nicht der Spruchmodus ist. Das ist gar nicht der Spruchmodus. Ob jetzt die automatische Landung auch funktioniert, weiß ich nicht. Na je. So, jetzt würde ich mal gucken. Jetzt mal in die Höhe. Ja? Nee. Hui, schnell. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier alles drauf ist. Welchen Winkel die Kamera hat. Also sehe ich auch, ja. Ich fahre erstmal bis ganz oben. Hui. Hey. 100 Meter. Das ist ganz komisch, die Luft. Das. So. Was ist da? So funkend. Ganz kleine.
Funken? Was ja, Funken? So komisch. So selber, ne? Drüsselst. Jetzt kann ich einmal einen Rundumblick. Oh, der war ein starker Wind. Aha. Da oben. Ui. Behauptet ja. 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 Ziemlich. Winzig, da in der Ecke. Mhm. Oh je, wo haut sie denn hin? Ja, ein bisschen, das sieht ja gar nicht so doll aus, die Bewegung. Ui. Hat man alles noch, solange man sehen kann, ist das auch im grünen Bereich. Ich hab die. Das drehen, glaube ich. Ich sehe das hier nicht, die Richtung. Moment. Wie geht das denn jetzt nochmal? Jetzt kommt runter. Nee. Ein bisschen. Und weiter. Mit 30 Minuten geht das wohl nicht. Nee. Das kann ich das Thema versprechen alles. Mhm. Ein bisschen schwenken, dass man ein bisschen was sieht. Ja. Mhm. Ja, es juckt. Mal Rundumblick. Wie kriegt einen steifen Hals? So vorsichtig, steht ja wieder wegen Wind. Ich weiß ja nicht, wie der Winkel ist von der Kamera, was ich überhaupt jetzt aufnehme. Nö. Was denn? Wenn du hochguckst, dann ist was oben. Ja, ja. Und jetzt? Ja, jetzt hier natürlich. Die Kopfbewegung bestimmt doch den Winkel der Kamera. Ja, aber die hängt ja sowieso schon irgendwie nicht ganz gerade, deswegen. Ja. Mal gucken. Mal gucken, ich werde mal ausprobieren, dann muss ich jetzt so runterschwenken. Da drunter sind keine Bäume, das ist gut. Mhm. Sturzflug. Da. Da. Also Bäume sind da keine drunter. Mhm. Das sehe ich nämlich hier. Mhm. Tschüss. Also tschüss. Weg ist sie. Nee, da. Achso. Ein bisschen Richtung, da ist der Weg hinter uns. Wo sind wir denn? Gar nicht da. Nö. Doch da hinten. Da. Mhm. Wo ist denn jetzt? Da hinten. Und da. Ob ich eine automatische Landung riskieren soll in dem Flugmodus? Mal versuchen. Ne? Steht doch GPS, ja. Jo. Das muss eigentlich klappen. Mhm. Dann steigt die erst auf 100 Meter, ne? Mhm. Mhm. Oh, kalt. Dreht sich oben. Geht hoch. Bisschen? Nee, noch nicht mal, ne? Nö. Ich glaube 30 Meter sind Maximum dann. Mm-hmm.
Genau. Ja. Das soll man nicht für möglich halten. Mhm. Jetzt haben wir 77%. Das sind wir gerade knapp über 10 Minuten noch nicht mehr. Mhm. Ja. Ja. Ich muss mal auch mal hier einen Rundblick machen. Hm? Oh. Die Motoren nicht mehr gestartet. Die schlafen da, haben sich zugedeckt. Lungern. Oh, komisch, ja. Für die Motoren nicht mehr gestartet. Weil eben wollte der auch nicht, ne? Nee. Warum nicht? Weiß ich nicht. Der blinkt was. Man kann automatisch starten lassen. Ja, müsste gehen. Ja, da blinkt was, klar, der Akku. Also. Wenn ich sicher bin. Präzisions-Take-off sagt er jetzt hier. Mal lesen. Ich habe nicht alles ausgedrückt. Genau, so kommen wir jetzt hier wieder. Kommt erst nach vorne und dann geht er wieder ein Stück zurück und dann. Nee. Hat das Ding weggescheucht. Ja, aber dass die Motoren nicht mehr gestartet werden können. Ja. Geht nicht mehr. Nee. Fehler dran, ja. Mhm. Ja, tut sich nichts mehr. Warum nicht? Hm? Hm? Nee. Mist. Hm? Nee. Darum nicht sein. Hm? Geht nicht mehr. Nur die automatisch, der automatische Start, der geht. Zumindest ging der eben, es geht auch nicht mehr doch. Präzisions-Tick-off nennt sich das. Ja. Mhm. Aber geht nicht mehr. Mhm. Was das eine Einstellungssache ist? Ist das so egal, das war das. Stimmt sowieso nicht. Muss doch vielleicht mal ganz mal da landen. Das ist auch schwierig. Oh ja. Der Winkel richtig ist. Ja. Jetzt haben wir noch 60%. Ganz runter nochmal. Und dann ganz nach oben wieder.
Dach nicht mehr als 100 Meter. Weil dass man die Motoren nicht so starten kann wie beschrieben. Das wundert mich ein bisschen. Dann haben wir noch so 40, 50, 70. Ich habe gerade einen Tropfen abgekriegt. Kälte. Es wird so ungemütlich. Ah, oh, die Bank. Wow. Da guckt schon einer mit seinem Hund. Die hängt da oben fest. Es hunkt. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht mehr. Ach da. Was macht der Akku? Wollt ihr das jetzt mal testen?
da kommt schon der Hubschrauber. Der landet gleich hier. Ja, manche. Das Rot ist total beschissen. Das sind in meinen Augen gar nicht. Nee, das ist auch ganz schwer zu erkennen. 27% oder was? Ich weiß nicht, ob die automatische funktioniert hier. Man, du kannst aber jetzt sehen, wo ich überall gekurft bin hier in dem Bereich. Hier, okay. Ja, siehst du das? Ja. Weil ich alles für Flugmanöver gemacht habe. Guck mal. Ja, hier. Wo die Striche sind. Akku? Ja. 25%. Der rechnet sogar aus, wenn man weitergeflogen ist, ob der Akku reicht für die Rückkehr. Macht er auch. Oh.
Höhe, die du anfällst, guck mal. Den Landeplatz. Können wir ein Display sehen. Und da unten richtet die Kamera. So. Ja, nicht ganz genau, aber reicht. Das korrigiert er doch. Aber ich weiß immer noch nicht, wieso man den nicht starten kann. Wenn die Motoren einmal aus sind. Das ist mir unklar. Wenn das nicht geht. Also ich will doch mal lesen. Oh. Kann man mal ausmachen?